Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfad des Wissens. Wir befassen uns heute mit dem Teil 2 des Grundgesetzes, und zwar dort genauer mit den Grundrechten, der zweite Teil. Diese Vorlesung stieß direkt an die erste dazu an, daher, wie ihr gleich sehen werdet, ist der Aufbau auch derselbe geblieben. Und wir fahren direkt fort, wo wir aufgehört haben, und zwar beim Artikel 11 Absatz 1. Der besagt wortwörtlich: Alle Deutschen genießen Freizügigkeit im ganzen Bundesgebiet. Das bedeutet so viel, wie dass jeder Deutsche frei wählen darf, wo er in der BRD seinen Wohnort hat. Das ist allerdings kein absolutes Gesetz, hier sind wie so häufig Einschränkungen möglich. Und zwar nach Artikel 11 Absatz 2 kann eine Einschränkung erfolgen, wenn Seuchengefahr droht oder die Demokratie bedroht ist. Im Verteidigungsfall und zur Vorbeugung von Straftaten, dann ist es zulässig, diese Freizügigkeit sozusagen mehr oder weniger außer Kraft zu setzen, beziehungsweise den Wohnort des Bürgers rein rechtlich zu ändern. Okay, Artikel 12 Absatz 1. Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen. Ja, ist eigentlich relativ eindeutig, aber wichtig noch zu erwähnen sind die anderen Absätze, und zwar Absatz 2 besagt, dass niemand zu einer Arbeit gezwungen werden darf. Da ist natürlich gemeint, dass niemand sozusagen zu einer Arbeitswahl seiner Arbeitsstätte gezwungen werden darf. Innerhalb der Arbeit, die man hat und den Arbeitsvertrag, den man dazu abgeschlossen hat, ist natürlich der Chef oder Vorgesetzte allgemein weisungsberechtigt. Und im Sinne der Treuepflicht gehört es ja auch dazu, die Arbeiten, die zu dem Berufsbild zuzuordnen sind, auszuführen. Artikel 12 Absatz 3 besagt, Zwangsarbeit ist nur bei Freiheitsentzug zulässig. Gut, macht auch Sinn, wäre sonst wahrscheinlich auch ein Verstoß gegen unseren Freiheitsartikel. Okay, was war das mit diesem Sonderfall, und zwar im Verteidigungsfall? Da ist der 12a Grundgesetz interessant, der besagt nämlich, dass im Verteidigungsfall oder auch Kriegsfall Deutsche zur Ausführung von Berufen gezwungen werden können, wenn nicht genügend Freiwillige diese Berufe ausüben wollen und ein entsprechendes Gesetz verabschiedet wird. Ja, solche Gesetze nennen sich in der Regel dann Notstandsgesetze. Und natürlich ist es Unfug, jemanden in ein Berufsverhältnis zu stecken, für das er nicht geeignet ist, weil ihm einfach die Ausbildung fehlt. Daher zählt hier auch rein, dass er gezwungen werden kann, diese Ausbildung auszuführen, um dann später in diesen Beruf eingesetzt werden zu können. Das ist wieder eine dieser Sonderregelungen, die im Verteidigungsfall eintreffen, was ja immer so ist, dass dabei das Grundgesetz mehr oder weniger eingeschränkt wird. Wichtig hierbei ist, dass Frauen vom 18. bis zum 55. Lebensjahr verpflichtet werden können, im zivilen Sanitäts- und Heilwesen eingesetzt zu werden oder auch in militärischen Lazarettorganisationen, wenn denn da ein Mangel an Freiwilligen vorherrscht. Sonst ist der Verteidigungsfall ja öfters auch für Männer vorgesehen, wenn wir zwar ans Wehrgesetz denken, aber hier werden Frauen auch explizit erwähnt. Okay, weiter im Text. Da landen wir beim Artikel 13 Absatz 1, der gesagt, die Wohnung ist unverletzlich, was so viel bedeutet wie, dass niemand gegen den Willen des Bewohners in seine Wohnung rein darf, nicht einmal der Vermieter. Gibt hier aber wieder Ausnahmen. Absatz 2 regelt, dass Wohnungsdurchsuchungen mit Durchsuchungsbefehl zulässig sind. Und Absätze 3 erlauben die akustische und 4 andere technische Überwachung mit richterlichem Beschluss bei Tatverdacht. Das heißt, wenn man durchaus eine Straftat begangen hat oder diese plant und der Tatverdacht ist berechtigt, ist es durchaus möglich, dieses Recht auszuhebeln oder einzuschränken. Okay, Artikel 14 Absatz 1. Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet, Inhalt und Schranken werden durch die Gesetze bestimmt. Ja, was heißt das? Der Eigentümer hat erst einmal grundsätzlich alle rechtliche Gewalt, das ist klar. Allerdings darf der Staat nach Artikel 14 Absatz 3 des Grundgesetzes Enteignung durchführen, wenn dies notwendig erscheint. Da gibt es verschiedenste Gesetze zu, vor allem im Bau- und Bergbaurecht gibt es da Möglichkeiten. Wichtig dabei ist jedoch, dass der Staat zunächst versuchen muss, das zu enteignen Gut zu kaufen. Erst wenn das nicht gelingt, kann er da zugreifen zu enteignen. Und wie ich schon sagte, gibt es mehrere Gesetze. Das Baugesetz, Bundeswasserstraßengesetz und Energiewirtschaftsgesetz habe ich hier erwähnt. In dem Fall gibt es Ausnahmeregelungen, die aber in der Regel
immer mit einer Vergütung oder einem Ausgleich einhergehen und damit der Eigentümer nicht wirklich geschädigt ist. Und Artikel 16 Absatz 1. Die deutsche Staatsangehörigkeit darf nicht entzogen werden. Ja, das ist natürlich klar. Das bedeutet natürlich, dass niemand eigentlich seine deutsche Staatsbürgerschaft verlieren kann. Allerdings ist ein Entzug dann zulässig, wenn ein Gesetz es erlaubt und die Person dadurch nicht staatenlos wird. Deutsche dürfen nicht ohne Beschluss an andere Länder ausgeliefert werden. Was heißt das? Wenn ich als Deutscher nur die deutsche Staatsbürgerschaft habe, es ist ja möglich, mehrere zu haben, kann ich diese nicht verlieren. Weil dann wäre ich staatenlos und das darf man innerhalb Deutschlands nicht sein. Theoretisch darf natürlich ein Deutscher mit besonderem Beschluss, wie ich genannt habe, in ein anderes Land, meinetwegen jetzt Großbritannien, geliefert werden. Und dann darf man die deutsche Staatsangehörigkeit aberkennen. Und dann kann er nicht sagen, ja Moment, hier Artikel 16 Absatz 1, ich bin staatenlos, das ist nicht okay. Weil man sagen kann, stimmt, du bist staatenlos, aber nicht innerhalb Deutschlands. Und damit spielt es keine Rolle mehr. Okay, 16a Absatz 1 besagt, politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Das ist natürlich momentan ein Artikel, der sehr häufig diskutiert wird, aufgrund der aktuellen politischen Situation, die ich denke ich keinen näher erklären muss. Schauen wir uns aber erstmal an, was das überhaupt rechtlich bedeutet und wie die Grundlage aussieht und dann vielleicht erstmal überhaupt die Basis haben, nachzuvollziehen können, warum manche Debatten meines Erachtens auch am Thema vorbeigehen. Was bedeutet das nämlich? Erstmal muss geklärt werden, wer ist denn politisch verfolgt? Das regelt Artikel 16a Absatz 2. Damit ist jeder politisch verfolgt, der nicht aus der EU oder einem sicheren Herkunftsland, in dem die Menschenrechte gewährt sind, stammt und der aufgrund seiner religiösen oder politischen Überzeugung oder seiner Herkunft und Abstammung ausgegrenzt wird. Das ist offiziell nach einem Schreiben des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge. Und die haben das wunderbar in einen richtig schönen langen Satz mit vielen Nebensätzen gepackt. Das ist aber eigentlich die Kernessenz. Das heißt, jemand ist erstmal dann politisch verfolgt, wenn er aus einem Drittland kommt, was nicht sicher ist. Es gibt da extra ein Gremium, das debattiert und beschließt darüber, welche gerade sicher sind und nicht. Also muss er erstmal daher kommen. Dann kann man weiterschauen. Weil dann muss die zweite Bedingung erfüllt sein, dass er aufgrund seiner religiösen, politischen Überzeugung oder seiner Herkunft und Abstammung ausgrenzt wird. Sprich, wenn die Regierung dieses Drittlandes ihn deswegen verfolgt, weil er eine Religion ausübt, die ihm nicht passt, oder er eine politische Überzeugung hat, die dem nicht passt, oder halt verfolgt wird aufgrund seiner Herkunft und Abstammung, wir kennen das ja aus Deutschland, aus unserer Geschichte, da war das ja sowohl das Religiöse, eigentlich waren da alle Punkte gegeben, mehr oder weniger, es hat halt mit den Religiösen und Abstammung angefangen. Und wenn dies einer dieser Bedingungen erfüllt ist und er halt aus solch einem Land kommt, dann ist er politisch verfolgt und nicht wirtschaftlich und dann hat er hier auch das Asylrecht nach Artikel 16a Absatz 1. Das ist natürlich immer schwer zu klären und daher gibt es auch so viele Debatten. Wir jedoch widmen uns weiter unserem Grundgesetz, und zwar dem Artikel 17. Und das besagt relativ eindeutig meines Erachtens, jedermann hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die zuständigen Stellen und an die Volksvertretung zu wenden. Es ist durchaus also zulässig, dass jeder von uns oder wir als eine Gruppe der Frau Merkel einen Brief schreiben mit Fragen, Kritik und Anregungen, was in der Demokratie meines Erachtens auch sinnvoll sein soll. Es garantiert natürlich nicht, dass diese das zu beantworten hat. Es kann gut möglich sein, dass sie das einem ihrer Ministerien übergibt und die ein Unterministerium und so weiter und dass die das dann beantworten. Aber prinzipiell können wir uns erstmal an jeden wenden. Nach den Vorschriften des Verwaltungsrechts müssen sogar viele der Institutionen sind sogar gezwungen, eine Antwort zu geben. Von daher ist es recht wahrscheinlich, dass wir auch eine Antwort erhalten werden. Vielleicht halt nur nicht von denen, an denen wir es ursprünglich adressiert hatten. Okay, Artikel 18. Wer die Freiheit der Meinungsäußerung, insbesondere die Pressefreiheit, ich lasse mal die ganzen Artikel weg, wir haben die ja durchgearbeitet, die Lehrfreiheit, die Versammlungsfreiheit, die Vereinigungsfreiheit, Briefpost und Fernmeldegeheimnis, das Eigentum oder das Asylrecht, zum Kampf gegen die freiheitliche, demokratische Grundordnung missbraucht, verwirkt diese Grundrechte. Die Verwirkung und ihr Ausmaß werden durch das Bundesverfassungsgericht ausgesprochen. Ja,
Das ist ein sehr, sehr langer Artikel mit sehr, sehr kurzem Inhalt eigentlich. Mal, wenn man es mal sehr kurz fassen will, wer gegen eins der Grundrechte verstößt, kann mittels Gerichtsbeschluss des Bundesverfassungsgerichts gerichtet dieses Recht oder diese Rechte aberkannt bekommen. Okay, Artikel 19 Absatz 1. Damit sind wir auch fast durch. Soweit nach diesem Grundgesetz ein Grundrecht durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes eingeschränkt werden kann, muss das Gesetz allgemein und nicht nur für den Einzelfall gelten. Außerdem muss das Gesetz das Grundrecht unter Angabe des Artikels nennen. Ja, ist denke ich relativ eindeutig und ohne Kommentar nötig. Kommen wir deswegen gleich zu Absatz 2. In keinem Falle darf ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt angetastet werden. Sprich, die Grundrechte sind unveränderlich. Das Wichtige dabei ist, dass alle anderen Gesetze sich dem Grundgesetz unterzuordnen haben und abweichende Regelungen nur dann zulässig sind, wo das Grundgesetz dies benennt und zulässt. Also, das ist wie diese Sache, wenn immer jetzt hier am Ende so von so einem Artikel oder Gesetz stand, Näheres regelt ein Gesetz oder kann durch Gesetz geändert werden, dann ist da natürlich noch Spielraum und es dürfen Änderungen vorgenommen werden. Allerdings darf nicht der gesamte Artikel sozusagen negiert werden. Das ist wiederum nicht okay. Ja, damit sind wir mit dem theoretischen Teil durch. Kommen wir zu den in Anführungszeichen praktischen. Und zwar wie immer mit einer Übung, damit ihr auch euch selbst testen könnt, was denn hängen geblieben ist. Die Aufgabe lautet, beurteilt in folgenden Fällen, ob der Sachverhalt rechtens ist. Begründet eure Antwort und geht die Gesetzesgrundlage an. Ich habe euch hier vier Aufgaben dargeboten. Ich würde mich freuen, wenn ihr die bearbeiten würdet. Pausiert am besten dazu das Video, nehmt euch Zettel und Stift oder wie auch immer. Ich gehe gleich mal wieder zur Lösung. Ja, und dann besprechen wir das zusammen. Viel Erfolg! Okay, kommen wir zur Lösung. A. Nein, Tim hat nämlich nach Artikel 12 Absatz 1 Grundgesetz das Recht auf eine freie Wahl seines Arbeitsplatzes und daher kann er nicht zu irgendwas anderem gezwungen werden. Ganz, ganz grundlegend. B. Ja, sie kann sich auf Artikel 13 1 Grundgesetz berufen, nachdem die Wohnung unverletzlich ist. Solange kein Gerichtsbeschluss vorliegt, hat die Vermieterin kein Recht, die Wohnung zu betreten. Das hatte ich vorhin, wie ihr euch vielleicht auch erinnert, explizit sogar als Beispiel genannt. C. Nein, und zwar, weil die Ablehnung seiner Religion ist ein Verfolgungsgrund, das stimmt. Jedoch ist die Schweiz halt ein sicheres Drittland, so dass er sich nicht auf Artikel 16a Grundgesetz berufen kann. Und damit ist nur eine der beiden Voraussetzungen erfüllt und nicht beide. Es müssen halt immer beide erfüllt sein. D. Auch hier ein kleines Nein, denn nach Artikel 19 Absatz 2 Grundgesetz darf kein Grundgesetz außer Kraft gesetzt werden und eine Einschränkung nach Artikel 19.1 ist in Artikel 4.1 nicht vorgesehen. Sonst hätte das in Artikel 4 Absatz 1 direkt genannt werden müssen. Okay, damit sind wir für heute mit dem Stoff durch. Es war heute eine relativ kurze Vorlesung. Das lag daran, weil ich sozusagen das erste Buch des Grundgesetzes fertig machen wollte und nicht direkt das zweite mit reinnehmen wollte, weil das dann zu viel gewesen ist. Wir werden die anderen Sachen des Grundgesetzes in zwei weiteren Vorlesungen behandeln. Und damit sind wir dann eigentlich durch die wichtigsten Sachen im Grundgesetz durch. Der Rest ist dann eher für politische Bildung gedacht und hat nicht mehr so direkt was damit zu tun. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Zeit, schönen Tag, schönes Wochenende, je nachdem wann ihr es schaut. Erholt euch gut und denkt dran, ich wünsche euch alles Gute und freue mich natürlich über gute Bewertungen, Kritik. Daumen hoch ist auch was Tolles. Tschüss!